Ja, mein Name ist Sebastian Nordmann. Ich bin Intendant des Konzerthauses Berlin und des Konzerthausorchester Berlin und arbeite hier seit 2009. Er ist ein Mann, der Brücken zwischen Dann ist es, er kommt nach Berlin. Rammstein war ein Clochard. Danach klang es ganz anders. Ja, ich war damals noch junger Schüler. Bin in Schleswig-Holstein groß geworden. Dort gründete sich ja 1985 das Schleswig-Holstein Musikfestival. Und in Salzau, wo die Orchesterakademie stattfand, dort war ich befreundet mit einem jungen Praktikanten auch. Später habe ich da selbst dann auch gearbeitet. Und dort war Leonard Bernstein als Dirigent für dieses große weltweite Jugendorchester tätig. Und ich erinnere mich ganz genau, wie er eine Probe abhielt. Es war also ein Jugendorchester, muss man sich vorstellen. Damals war das ja neu, auch in den 80er Jahren, dass man weltweit für ein Festival diese jungen Musiker wirklich zusammenholte aus China, aus Amerika. Es war wirklich fantastisch, einfach reinzugucken. Und es ging um Beethoven. Und er dirigierte los und der Klang gefiel ihm nicht. Das merkte man, aber er dirigierte weiter, unterbrach ein paar Mal und irgendwann brach er ab und sagte, nee, nee, das funktioniert gar nicht so. Und dann kam ja immer der Assistent von Leonard Bernstein, Craig Urquhart, brachte ihm dann einen Whisky und eine Zigarette. Er setzte sich dann also in die Mitte und sagte, kommt mal alle her. Und dann gruppierten sich alle um ihn drumherum und dann erzählte er wunderbar einfach, um was es geht bei Beethoven. Ich meine, da sitzen nun die ganzen Musiker, jeder kannte genau seine Noten, jeder wusste, was er zu spielen hat und trotzdem kam nicht der Beethoven-Klang zustande. Und nachdem er dann 10 Minuten, eine Viertelstunde da sein Whisky getrunken hatte, geraucht hat und ihn erzählt hatte, um was es wirklich geht bei Bernstein, was die Idee war, danach klang es ganz anders. Und das ist das, was mich immer bei ihm begeistert hat. Egal, ob es der Laie war, ob es jemand war, der ganz neu zu klassischer Musik kam oder eben ein Profi, der nun im Orchester sitzt, er hatte immer eine Sprache gefunden, um die Musik so zu vermitteln, dass man danach glücklich nach Hause ging, sozusagen.